So. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann sehe ich gleich irgendwo da eine ägyptische Stadt. Dann kriege ich eine Krise. Oh. Nehmen wir mal 5. Ja, das war jetzt auch ganz wichtig. Ah, was will der Ägypter schon wieder von mir? Anscheinend hat er seine Staatsform geändert. Deine Drohung kannst du dir in den Absch stecken. Ich wusste, dass sowas irgendwann passiert. Ja, greif nur an, Freundchen. Greif nur an, wenn du dich traust. Du willst also Krieg mit mir machen? Ja, gut. Versuche es. Ändern. Streit war 24 Runden. Was? Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut, dass er jetzt meint, mir plötzlich den Krieg erklären zu müssen, aber es war irgendwo auch klar. Also so wie seine Truppen hier rumschlawenzelt haben, das war ja echt nicht mehr feierlich. Atlanta, ihr habt doch bestimmt gerade jemanden frei. Komm, ein Feld noch und dann, danach kannst du da erstmal. Das sollte gehen. Jo, sehr schön. Atlanta kann den Siedler nicht halten. Okay. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund können sie ihren Siedler nicht halten. Interessant. Trotzdem bauen wir jetzt nochmal eine Stadt. Buffalo. Und es kommen die ersten Steinhäuser dazu. Jawohl, sehr schön. Huch. Wieso ist hier jetzt noch ein Siedler? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wieso ist hier ein Siedler drin, sag mal? Nee, doch nicht. Wieso konntet ihr euren Siedler nicht halten? Das kommt mir ein bisschen kurios vor. Pass auf, ihr baut erstmal eine Kornkammer. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger gerade für euch. Befestigen. Ihr braucht unbedingt erstmal Befestigungsanlagen, glaube ich. Das Interessante ist, er erklärt mir den Krieg, aber er macht nichts. Der macht nichts, der will nur spielen. Gut, dann hau ich dir deinen Siedler weg. Das ist mir völlig egal. Du hast mir den Krieg erklärt. Was? Ernsthaft? Ein Phalang verliert gegen einen Siedler. Ja, gut, okay. Interessant. Und baut ihr jetzt mal einen Streitwagen, so. Fangt mal an, Streitwagen zu bauen. Finde ich echt interessant. Und obwohl wir Krieg haben, hat er nicht den Mumm, mich anzugreifen. Ich hätte echt gedacht, er würde jetzt sagen, so, ich greife dich jetzt an. Erdbeben in Philadelphia, Kasernen zerstört. Ja, das kann passieren. Das passiert manchmal, ja. Ist nicht schön, aber es passiert. Oh, war ja. Ich finde das schade, dass bei solchen Technologien nicht irgendwie was dabei steht. Und normalerweise steht immer dabei, ja, ermöglicht Bau von, was weiß ich, Straßen, Festungen und so weiter, das ganze Programm. Oder steht gar nichts. Ein bisschen doof. Genau, die bauen ihren Streitwagen, den können sie auch gerne weiterbauen. New York ist jetzt auf 4. Die werden aber gleich nochmal einen neuen Phalang bauen, den sie gerade verloren haben. Was ist ein Unding, dass sie einen verlieren? So, wir haben den ersten Streitwagen. Mach dich mal auf den Weg, Keule. Na, darfst du noch einen Zug? Ja, einen Zug darfst du noch.
Ich finde das echt nervig, dass er da mit seinem Siedler rumläuft. Achso, er hat jetzt eine Runde übersprungen. Okay. Ja, dann wartest du halt. Keine Befehle. Nochmal eine Erweiterung? Okay. Machen wir mal zwei. Was ist denn zwei? Oh. Kleiner Anbau. Ich würde mal sagen, Pennsylvania Avenue mit Extras, ne? So, ihr kriegt jetzt erstmal euren verloren gegangenen Phalanx wieder. Der ja gerade ehrenvoll im Kampf gefallen ist. Gegen Siedler, wie ich hinzufügen möchte. So. Frechheit. Also der Ägypter hat sich damit gerade mehr geschadet als mir. Ich glaube, der hat jetzt schon drei Siedler verloren. Ist das an Ressourcen sind? Tja, ja. Und wir haben in diesem Spiel jetzt schon mehr Krieg als im zweiten Teil. Und weniger als im dritten. Im dritten war es noch mehr. Nee, ihr baut erstmal eine Kornkammer, bitte. Nee, warte mal, ihr habt nur einen Krieger, ne? Baut erstmal einen zweiten. Ich lasse meine Städte ungerne mit nur einem Krieger. Und dass Washington übrigens einen weiteren Krieger baut, ist Absicht. Bevor ihr euch fragt, ob das Absicht war. Ja, das ist Absicht. Na, Ägypter, was ist los? Bereust du deinen Schritt? Nein. Kein Tribut. Sowas gibt's hier nicht. Wenn du Tribut haben willst, dann geh erstmal auf die Knie vor mir und ergib dich mit deinem Schicksal. Geil. Endlich ist der mal weg. Der ging mir richtig auf den Keks, wisst ihr das? Der hat die ganze Zeit da um einen rumschlawinert, da ging ja einen richtig auf den Keks. So, dann bauen die nochmal einen Siedler, das dürften die verkraften. So, und dann hauen wir den auch nochmal weg. So. Ist unser Land mal wieder frei hier davon. Ist ja schlimm, wie der hier rumschlawinert hat, ist ja furchtbar. So, der hat vermutlich Stadtmauern, würde ich mal vermuten. Würde ich an seiner Stelle auch bauen. Aber trotzdem, wir werden mal so ein bisschen hoch. Vorrücken. Ah ja. Aha, Größe 4. Gut, also das ist ähnlich geregelt wie in Teil 2, dass man dann die Größen erstmal nicht sehen kann. Ich will das mal probieren. Okay, das hat ganz gut geklappt. Und gleich nochmal. Okay. Und die verlieren noch mit Stadtgröße. Das ist auch interessant. Alter, wie viele Leute hat er denn da? Auch total logisch, ne? Griechische Krieger, die unter amerikanischer Flagge marschieren in Memphis ein. Jetzt wissen wir auch, warum es Memphis in den USA gibt. Die Stadt gibt es nämlich wirklich. Memphis in den USA. Es gab auch in Ägypten eine Stadt, die Memphis hieß. Ich glaube, die gibt es auch heute noch. Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber Ägypten hat auch Memphis. Deswegen finde ich das so interessant, dass sich manche Städtenamen überschneiden in der Geschichte. Genauso auch, was Ägypten und Griechenland angeht. Die haben nämlich beide einen Theben. Das wusste ich nämlich zum Beispiel auch nicht. Paris. Oh, die betreiben Handel mit Frankreich. Interessant. Kornkammer. Das ist schon mal gut. Und ich würde sagen, jo, ihr könnt mal Phalanx bauen. Der Gegner hat selber Schuld. Ich habe ihn gewarnt. Habe ich eigentlich nicht, aber egal. Ah ja, und die Zulus bauen auch ihren Palast. Nur die Franzosen und die Ägypter nicht. Ordnung wiederhergestellt in Memphis. Okay, es gibt also da auch Unruhe. Wir haben 1 Million Einwohner. Die einzige Stadt, die in der Antike das hingekriegt hat, in die Millionen zu kommen, soweit ich weiß, war tatsächlich Rom. So, die bauen ihre Stadtmauern, die werden sie auch beenden. Danach fangen sie bitte an, einen Siedler zu bauen, ne? Ja, ihr braucht unbedingt einen Siedler. Ihr müsst erstmal auf eigene Beine kommen. Dann können wir auch direkt jetzt endlich mal ein bisschen forschen hier. Du bleibst mal bitte in der Nähe der Stadt, solange kein Phalanx fertig ist. New York baut Siedler, sehr gut.
Als nächstes wird New York dann mal den Kolossus bauen. Genau, baut mal den Kolossus. Muss ja nicht unbedingt verkehrt sein. Und wir können jetzt endlich mal ein bisschen forschen. Wir haben unsere erste Stadt erobert und unseren Gegner mal ein bisschen in den Boden gestampft. Bin ich ja ein bisschen stolz drauf, ein Stück weit. So, dass es jetzt keine Musik läuft, das tut mir echt leid. Das muss ich mir tatsächlich mal was einfallen lassen, ob ich irgendwie Musik im Hintergrund anmache. Muss ich mal gucken, oder? Mal gucken. Ich glaube, ich lasse das sonst erstmal ohne Musik und dann könnt ihr mir ja gerne mal sagen. Also, ich habe ja jetzt die Frage gestellt: Wollt ihr Musik künftig drin haben? Dann schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Gut, in der nächsten Session wird es wahrscheinlich noch nicht der Fall sein, aber die Session danach dann, falls es die überhaupt noch gibt, weil wir sind ja nur vier Zivilisationen insgesamt. Ach, da ist ja schon Theben. Ja, Mensch. Das ging ja schnell. Jetzt willst du Frieden, ne? Ja, zu spät. Zu spät. Du hattest deine Chance. Du hattest deine Chance. Du hast verkackt, Freundchen. Du hast verkackt. Auf ganzer Linie. Wenn man sich mit mir anlegt, hast du verloren. Nur damit du es weißt. Ich finde es echt interessant, dass man zwei Streitwagen nur. Was? Bürger fordern Tempel. Ja, den werden sie kriegen. Ui. Atlanta baut Kornkammer. Sehr gut. Wie viele Tippis da einfach mal stehen. Geil. So, Atlanta hat seine Kornkammer. Das heißt, ihr werdet jetzt erst einmal Marktplatz bauen. Und dann werden die mal ein bisschen Verteidigung dazu kriegen. Wieso wächst Boston eigentlich nicht? Boston, was ist los mit euch? Ihr kommt gar nicht in Gang. Kann das sein? Oh, ich sehe gerade, die liegen sogar unter dem Durchschnitt. Das ist nicht gut. Muss ich gleich mal gucken. Welcher von den Siedlern? So viele habe ich ja jetzt nicht mehr. Ist das der Siedler von Boston? Tatsächlich. Geh mal in die Stadt. So, wir speichern nochmal. Es könnte jetzt sein, dass wir gleich tatsächlich zum ersten Mal in diesem Spiel eine Zivilisation vernichten. Wahrscheinlich eins der wenigen Male, weil so viele Zivilisationen gibt es hier ja nicht mehr. Geil, der Leuchtturm gehört jetzt uns. Amerikanische Truppen erobern Theben, 125 Goldstücke geraubt. Und den Leuchtturm von Pharos, der eigentlich in Alexandria steht. Aber egal, oder stand. Finde ich geil gemacht, echt. Dass man richtig sieht, wie die Truppen da durchmarschieren, das finde ich cool. Schön gemacht. So, und dann bauen die auch gleich Phalanx, genau. Ägyptische Zivilisation von Amerikanern zerstört. Bitte, so wollen wir das haben. Selber schuld. Die hatten die Chance, sie wollten nicht, also auf die Fresse. Huch, nein, nicht Karawane. Kornkammer sollt ihr bauen. Warum ist eure Produktion eigentlich so scheiße gerade? Was ist da los, Freunde? So. Ist ja schon besser. Das sieht doch schon ganz anders aus. Was ist bei euch los? Eure Produktion ist auch nicht so doll. Gut, aber eure Nahrung ist auch nicht gut. Warum haben die so wenig Nahrung, sag mal? Entschuldigung. Uiuiui. Frage ist jetzt, haben sie jetzt Zuwachs oder haben sie jetzt keinen Zuwachs? Gut, auf jeden Fall haben wir schon mal die Zivilisation, du gehörst zu New York. Gut, dann wirst du auch zurück nach New York gehen. Schönes Ding, die haben wir platt gemacht, die Ägypter. Schade eigentlich, dass wir die platt machen mussten. Ach, ich hätte ihn eigentlich stehen lassen sollen, ne? Ah, ist egal.
Ordnung wiederhergestellt in Themen, ne? Das hört man doch gerne. Boston baut Marktplatz. Sehr gut. Sieht auch sehr interessant aus zwischen den ganzen Holzgebäuden und das alles plötzlich so ein moderner Marktplatz. Das passt ja auch überhaupt nicht zusammen, ne? So, eure Produktion ist gerade ziemlich schlecht, das sehe ich durchaus. Ah, ihr kriegt erstmal eine Stadtmauer. Ich hoffe, dass ihr bald mal wieder aus dem Käse kommt. So, Buffalo, was macht ihr da? Ihr habt was gebaut. Einen Krieger, einen weiteren. Ihr baut erstmal einen Kornspeicher. Wachsen tut ihr auf jeden Fall. Das ist schon mal etwas. Geht mal dahin. So. Der Kollege Heimatstadt, um Boston mal ein bisschen Ballast abzunehmen. Ich hoffe, dass sie dadurch eher wachsen. So, die Ordnung ist hier wiederhergestellt. Du wartest aber trotzdem nochmal, bis ein Fallang gebaut ist. Die bauen auch. Handel besteht auch schon. Das ist wunderbar. Und schon wieder kommen die Barbaren. Ich finde das interessant. Es läuft genauso ab wie im zweiten Teil. Fast genauso. Die landen und dann löst sich was auf. Das ist wahrscheinlich der König, der sich dann auflöst. Und ich sehe gerade, ja, wir kratzen die 2 Stunden langsam an. Ich glaube, wir werden auch gleich mal die Aufnahme beenden. Die erste Aufnahme zu Civilization. Am Anfang ziemlich katastrophal, aber jetzt so langsam. Erste Zivilisation platt gemacht. So viele sind nicht mehr übrig. Ich glaube, jetzt nur noch 3 mit uns. Warte mal, die Franzosen, die Zulus, ja, und wir. Das war's. Mehr sind nicht mehr da. Die anderen haben schon alle ins Gras gebissen. Die Russen, die Römer, die gab es ja auch noch, auch schon weg. Ja, und wir haben jetzt unsere Ruhe quasi, weil unser einziger Gegner, der da war, außer den Barbaren, der Ägypter, ist weg. Die Navigation, das heißt, wir Segelschiff, ja, das, das ist schön. Was? Die haben sich ja total bei Mangelans Entdeckungsreise. Was steht da? Magalhies? Oder was soll das heißen? Im zweiten Teil ist es auf jeden Fall Mangelans Entdeckungsreise. Aber das haben sie ja anscheinend total hier verhauen. Egal, liebe Leute, das war die erste Aufnahmesession zu Civilizations 1, dem allerersten mit den Amerikanern. Und schon Krieg geführt. So schnell kann das gehen. Blind-Projekt übrigens, wie ich nochmal hinzufügen möchte. Also seid nicht so gnadenlos zu mir, bitte. Wenn es möglich ist. Es sei denn, ihr seid die Hardcore-Fachleute, das weiß ich ja nicht. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Civilizations mit Abraham Lincoln und den Amis. Und ich würde sagen, bis dato sage ich nun einfach: Euer Lars sagt ciao. Auf bald. Bis bald. Und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.